Kleine Ergänzung noch vorne weg. Jeden Freitag bis zur neuen Season gibt es jetzt doppelte Picks und doppelte Gratis-Packs. Und die niedrigste neue Stufe, also die niedrigste Stufe, die ihr vom Draftboard ziehen könnt in der neuen Season, wird Gothic sein. So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal der Undertaker. Ja, heute mit einem kleinen News-Video. Season 7 Leaks sind am Start. Oben links seht ihr auch schon das Logo. Ja, sieht ganz nice aus auf schön roten Hintergrund. Könnte man auch an Kane denken. Ja, wie gesagt, heute wurden einige Infos gedroppt. Einmal hat JB ein Video rausgehauen, woraus wir uns später noch ein paar Bilder angucken. Und dann gibt es noch diese Pressemitteilung hier, würde ich es nennen. Und zwar, ja, gucken wir mal zusammen rein, was hier so abgeht. Season 7 von WWE Supercard enthält Stile und Techniken. Stil ist ein neues Attribut auf alle Karten der Season 7, die auf den echten Persönlichkeiten der Superstars basieren und neue Strategien ermöglichen. Jedes Stilattribut hat Zugriff auf Techniken, die mächtige Vorteile geben und enormen Einfluss auf den Kampfverlauf haben können. Okay, werden wir uns angucken, was das zu bedeuten hat. Ja, müssen wir sehen. Habe ich jetzt noch keine weiteren Infos zu. Supermoves mit einzigartigen Animationen bieten die vernichtenden Manöver in allen Spielmodi einen Vorteil gegen herausfordernden Gegner. Was wir uns darunter vorstellen können. Mal gucken, ob es einfach nur der Finisher ist oder was damit noch gemeint sein kann. Neue Kartenstufen, das war klar. Drei neue Kartenstufen mit insgesamt 200 Karten, wie erwartet, wie immer. Alle Spielmodi, freie Wahl des Spielmodus mit vereinheitlichtem Zugriff und das Draftboard. Modi im Blickpunkt bieten zusätzliche Belohnungen, um den Wettkampf anzuheizen. Okay, also das verstehe ich so, dass man sich jetzt aussuchen kann, welchen Modus man spielen kann. Das nehme ich jetzt auch aus JB seinem Video, der hat es ja, Play on Demand genannt. Dass, sag ich mal, wenn du keinen Bock auf Elimination Chamber hast, spielst du Rumble oder War, was auch immer. So habe ich es verstanden, müssen wir uns aber natürlich noch ein bisschen gedulden, ob es wirklich genau so laufen wird. Anscheinend wird auf jeden Fall ein Modi weiter in Rotation im Blickpunkt sein und wahrscheinlich zusätzliche Belohnungen generieren. Grafiküberarbeitung, die Grafik wurde umfassend überarbeitet und nahezu jede Menüoberfläche an einen modernen, minimalistischen Stil angepasst. Bewegte Grafiken heben nun wichtige Informationen hervor und stellen die Action noch aufregender und klarer dar. Okay. Ja, neue Grafik, okay. Sammlungen, ein sehr wichtiger Punkt, dazu sehen wir auch später noch ein Bild. Die Vervollständigung dynamischer Sammlungen bringt Belohnung ein. Neue Sammlungen werden regelmäßig in zeitlichen begrenzten Events vorgestellt. Ja, erzähle ich gleich noch was zu. Wargames Event. In diesem brandneuen Eventart kämpfen die Spieler um die Kontrolle über mehrere Ringe und verdienen Punkte für das Halten bestimmter Positionen. In Kürze verfügbar. Ja, Wargames. Mal sehen, was das werden wird. Ob es ein Team-Event wird oder ein Singles-Event. Haben wir auch noch keine näheren Infos dazu, leider. Aber klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und viel, viel mehr. Es folgen noch zahlreiche Verbesserungen des Spielkomforts, tägliche Login-Belohnung 2.0, zeitlich begrenzte Action und mehr. Ja. Zum Login-Belohnung 2.0 kann ich euch dieses Bild hier mal zeigen, auch vom guten JB, werde ich auch als erstes in der Beschreibung natürlich verlinken, Grüße gehen raus und der sieht doch mal klasse aus. Nicht nur die Grafik an sich, die wäre mir jetzt erstmal egal, aber guckt mal, was man hier Schönes sieht. Tatsächlich werden wir am Anfang des Monats wissen, in welcher Woche wir welches Event haben. Das ist doch mal sehr nice. Dazu sind hier noch wahrscheinlich Special Events, hier gibt es ein Geschenk scheinbar drinne, ja. Sehr interessant und sehr gute Änderung, finde ich. Sehr, sehr gut, dass wir am Anfang des Monats wirklich wissen, wie der komplette Monat ablaufen wird, zwecks Single-Events. Ja, dann haben wir noch, das sind die Kollektionen, ein kleiner Ausschnitt auch daraus. Also endlich macht mal das Sterne-Sammeln Sinn in gewisser Weise, denn wie ihr seht, man müsste jetzt hier zum Beispiel diese 6 Elemente-Karten sammeln, einmal, also mindestens einen Stern haben, um einfach dann ein Bret Hart auf SummerSlam 20 einfordern zu können. Sehr gute Änderung. Klein, aber fein. Finde ich sehr gut. Was gibt es noch Schönes? Ja, so werden die auch eine neue Änderung. Es wurde ja schon im Vorfeld angekündigt, dass die Werte angepasst werden. Alle Werte, ich glaube ab 6-stellig, werden runtergekürzt auf maximal 4 Stellen plus einen Buchstaben. So sieht dann zum Beispiel eine SummerSlam 20 Karte aus. 492,1k. Ja, ist okay, kann ich verstehen, dass ein bisschen der Überblick verloren geht, umso mehr Zahlen da zu sehen sind. Ist okay. Ist jetzt nicht lebensnotwendig, ist aber eine gute Änderung, denke ich. Und als letztes noch eine ganz kleine
und feine Änderungen auch am Balken. Der sieht jetzt so aus. Du hast sozusagen hier Shattered, da fängst du an. Dann siehst du genau, wann du im Plusbereich kommst, wann Plus, Plus und dann bist du halt auf der nächsten Stufe. Nicht diese, ja, Plusbalken, Plus, Plusbalken und dann irgendwann neue Stufe, sondern du hast einen Anfangspunkt und ein Ziel sozusagen, was du erreichen möchtest. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal im Großen und Ganzen zu den ersten Informationen. Eins natürlich noch, was vom guten WWE Supercard Leaks auf Twitter vorhin noch gepostet wurde, dass alle Modis, sprich War-Modus, zwecks PvP-Shop, der Battle Points Shop, ihr wisst Bescheid, wo der ist. Battle Points Shop und auch der Money in the Bank Shop, den wird es nicht mehr geben. Es wird wohl Super, ja, Super Tokens geben. Das heißt, alle Währungen werden vereint zu einer und dann gibt es einen großen Shop, wo man sich was gönnen kann. Was natürlich zur Folge hat, ich wollte jetzt natürlich für die jetzigen Events, die gerade laufen, Taker und Halloween, Money in the Bank Verträge wegziehen. Aber auf schlau wäre es natürlich, wenn man die jetzt alle aufhebt, weil ihr eine gute Währung, also die Währung daraus bekommt, wo vielleicht auch schon am Anfang eine sehr gute Belohnung drin ist. Man weiß es nicht. Money in the Bank hat man ja wieder spekuliert, dass da eh ewig dauert, eh da mal wieder was Gutes drin ist. Mit dem neuen Shop müsste man natürlich erstmal abwarten. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Die nächsten Tagen werden auch noch weitere Informationen droppen. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für den Moment. Ja, wenn ihr noch andere Informationen habt, die ich jetzt übersehen habe, könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder oder im nächsten Livestream, vielleicht diese Woche Donnerstag zur RTG oder Freitag. Mal schauen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Bleibt vor allem gesund in der heutigen Zeit und haut rein und ciao, ciao.